Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario und Rabbids Sparks of Hope. Weiter geht's mit den Nebenaufgaben hier auf Prima Paletti. Ja, so 1, 2, 3, 10, 20 Aufgaben haben wir ja noch vor uns. Von daher würde ich sagen, wir suchen auch direkt mal die nächste. Wie wäre es denn mit Annäherung? Ja, wo ist die Aufgabe denn? Unten. Ach da. Wie kommt man da hin? Eine Frage, die ich mir irgendwie schon sehr, sehr oft gestellt habe. Ja, aber ernsthaft, wie kommt man denn da hin? Hey, ich sehe da gar keinen Gang oder so rüber. Ja, vielleicht nehmen wir doch erstmal eine andere Aufgabe. Ich müsste jetzt so einen riesigen Umweg latschen, um da runterzukommen. Na okay, meinetwegen. Dann nehmen wir halt das Kind und der König. Eine Nebenaufgabe, die ich mit Bowser und Rabbit Luigi erfüllen muss. Ich bin gespannt, Freunde. Keiner bringt köstliche Desserts in Gefahr, während ich in der Nähe bin. Ich kümmere mich darum persönlich. Wir sind nicht wegen des Kuchens hier, Rabbit Luigi. Zum Glück freut sich Bowser auch schon auf den Kampf. Wenigstens einer, der die Sache ernst nimmt. Aber, Rabbit Luigi, wenn ihr zufällig über gesalzene Honigknusperkrapfen stolpert, dann bringt welche mit, ja? Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr ungewöhnliches Duo, wie ich finde. Kann übrigens sein, dass wir vor dem Kampf erstmal die Fertigkeitenpunkte verteilen müssen. Zerstöre Finsterzeitaugen. Boah, das sind schon wieder so 100.000 Stück, ne? Ich meine, so viele Gegner laufen jetzt hier nicht rum, aber da werden definitiv noch welche nachspawnen. Ja, und wir müssen die Sparks verschieben. Also nicht nur die Punkte neu verteilen, sondern auch Sparks zuweisen. Ja, wobei, keine Ahnung, muss ich überhaupt die Punkte großartig verteilen? Bewegungsradius, ja komm. Landungsschadenboost. Ach so, er stampft auf, oder was, wenn er landet? Ja. Heilungsschwamm oder KP im Allgemeinen. Ach so, da brauche ich 2 Punkte. Gleitboost. Waffenreichweite. Okay, Waffenreichweite. Ja, dann die Sparks. Was haben wir denn da? Big Bang und Mercurier hatte ich ihm zugewiesen. Ist ganz okay. Und Rabbit Luigi bekommt jetzt einfach hier die von Regular Luigi. Dann muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Ja, und dann legen wir einfach los. Ich bin natürlich mit den beiden Charakteren jetzt nicht so extrem erfahren. Aber das Schöne ist, dass die natürlich immer mehrere Gegner auf einmal angreifen können. Durch ihren Flächenschaden. Ja, oder soll ich da rüber gehen? Ich gehe da rüber. Hätte ich jetzt für diesen Stampfer noch was machen müssen? Wahrscheinlich, ne? Rabbit Robo Koopas beschwert 3 Rabbit Robo Koopas, der den nächsten Gegner jagt. So, und bei Kontakt explodiert. Boah, keine Ahnung, was hier gut ist. Ich benutze das jetzt einfach mal. Also ich beschwöre die mal. Haben wir uns noch nie angeschaut, ne? Ist das erste Mal, dass wir die verwenden. Ah, so ein bisschen Feuerschaden hat Bowser jetzt selber bekommen. Soll ich die Schwächung jetzt trotzdem noch rausballern? Nee. Was halt echt
crazy seltsam, wenn man so Charaktere nie spielt und... dann direkt beide in ein Team gestopft bekommt, gezwungenermaßen. Bin halt so ein bisschen den Komfort gewohnt von Rabbit Mario und Rebella und Luigi, die eine extrem gute Synergie haben, wie ich finde. Ja, macht ja mal gar keinen Sinn hier. Wie ist denn so? Mache ich immerhin so ein bisschen Schaden. Vielleicht ist jetzt dieser Schwächungseffekt an der Stelle ganz gut. Damit sollte ich ja ein paar erreichen können. Nee, nur ihn. Boah, Leute, ich glaube, ich habe hier schon richtig hart gefailt. Also mit Ruhm bekleckere ich mich hier auf jeden Fall nicht. Ja, was Besseres ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Sobald wir oben sind, kann ich natürlich tendenziell so ein bisschen mehr machen. Andererseits natürlich eine ganz schöne Prüfung, ne? Also sich mal so ein bisschen auf was ganz anderes einstellen zu müssen. Okay, dokeli. Dun, 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 dun. Jetzt muss ich mal schauen. Könnte ich hier ja zum Beispiel diese drei Gegner erwischen? Ja, mit Bowser kann ich auch noch darüber ballern. Wisst ihr was? Das sieht doch ganz vernünftig aus. Warum denn null Schaden? Ach so, ach, weil die den Schild aktiviert haben. Ja, okay, nicht so schlimm. Schwächungszauber raus, das heißt eine Runde mehr Zeit, um zu agieren. Ah, wobei immer noch 200 von so einem Angriff, also jetzt auch nicht... komplett negiert, der Schaden. Hatte ich mir ehrlicherweise so ein bisschen nützlicher vorgestellt, das Ganze. Tja, 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 tja. Immerhin etwas. Ich könnte hier diese Robo-Koopas beschwören. Ah, es ist blöd, dass ich immer selber Feuerschaden noch abbekomme. Naja, aber hat ja gereicht anscheinend. Jo, dann shield ich meine Mannschaft noch. Dann kann ich den Angriff von unten abfangen und dann mache ich die Finsterzeitaugen auf dieser Ebene hier kaputt. Ja, und dann haben wir es auch schon. Ich muss mich halt so krass gegenheilen hier. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so klug ist, die hier zu ignorieren.
Moment, Bowser schmeiße ich mal eben nach oben. Dann kann er schon mal hier auf die draufstampfen. Der Angriff lohnt sich auch. Und dann, und dann, und dann, und dann habe ich noch den Angriff von Rabbit Luigi, den ich vielleicht aber sogar über die Finsterzeitaugen werfe, genau. Denn es kann sein, dass ich in der nächsten Runde schon gewinnen kann mit etwas Glück. Ja, schauen wir mal. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich die Gegner jetzt ignorieren soll oder ob ich weiterspielen soll. Also, ob ich die weiter angreifen soll. Ihr seht schon, so schlimm ist es halt gerade nicht, was den Schaden angeht. Eins, zwei, drei. Uno Momento. Ich schaff's aber nicht, drei Augen gleichzeitig anzugreifen. Was ist denn mit Bowser? Wenn er jetzt da runterballert. Ja, immerhin. Also Ziel ist es jetzt einfach, diese Runde hier halt noch zu überleben. Und in der nächsten Runde gewinne ich dann. Und das sollte eigentlich klappen. Vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt noch so ein bisschen heile, genau. Er soll mal ruhig diesen Auto-Heal-Spark benutzen und dann schauen wir uns den Zug vom Gegner an. Aber ja, es müsste passen. Ich weiß natürlich nicht, was da unten aus den Portalen rausspawnt. Und ich habe halt Glück, dass die Gegner teilweise halt wirklich dumm agieren, wie man gerade wieder eindrucksvoll gesehen hat. Teilweise sind die halt einfach hohl, ne? Sind schon hohle Fritten. Oh, sieh mal einer an. Ach, den Angriff kann ich mir auch klemmen. Und Bowser da hinten dran, ja. Tja Leute, was soll ich sagen? Also ich habe mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, aber es hat ja funktioniert und wir haben diesen Kampf für uns entscheiden können. Sehr schön, das Kind und der König. Oh, jetzt muss ich erstmal auf mein normales Team zurückwechseln, ich werde bekloppt. Wo wir gerade schon mal hier sind, können wir auch noch mal eben die Sparks aufleveln auf die nächste Stufe. Wir haben ja beim letzten Mal Level 21 erreicht, wodurch wir das freigeschaltet haben. Ja, also ich meine, diese Effekte / die neuen Perks, die bekommen durch das Level-Up, das ist schon krass, das macht schon einen relativ starken Unterschied immer. Ihr Schadensboost 60% geht hoch auf. Oder war das von 50 auf 60? Nee, das war von 50 auf 60, aber sind immerhin 10%. Hier, kommt näher, ist von 17 auf 19. Ja, also wie schon gesagt, das lohnt sich schon massiv, die aufzuleveln. Okay. Ansonsten vielleicht die Fertigkeiten von dem Hauptteam noch mal ganz kurz anpassen. Und dann suchen wir jetzt aber wirklich die nächste Aufgabe.
Moment, eine Erinnerung. Rabbit Luigi haben wir freigeschaltet. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Analyse von Rabbit Luigis früheren Abenteuern gegen den Megabug hat ergeben, dass er erwachsener geworden ist, auch wenn er weiterhin die Kinderrolle innerhalb der Gruppe einnimmt. Die anderen Helden ergänzt er jedoch gut und mit seiner Naivität sorgt er stets für frischen Wind. Bringt er auch mich zum Lachen? Diese anatomische Fähigkeit besitze ich nicht, aber die Emotion, ja, ich glaube schon. Wie immer sehr, sehr sympathisch, die Genie. Wie komme ich denn an diese blöde Stelle ran? Setzen wir jetzt erstmal hier die rote Münzen-Herausforderung als Ziel. Vielleicht sehen, wenn wir uns zurück zum Anfang teleportieren, überlege ich mir gerade so. Achso, an die Stelle kommt man nur, wenn man hier hinten durch den Wald durchgeht oder was? Ey, ich weiß es nicht, das ist ja voll unübersichtlich hier. So ein gigantischer Planet. Aber Moment, brauche ich eigentlich noch irgendwas aus dem Laden? Ja, ne? Ich sollte mal so ein paar Pilze vielleicht nochmal kaufen. Und natürlich den Schlüssel, selbstverständlich. Upgrade Materialien, Erinnerungen. Jo. Ja, jetzt verfolgt mich doch nicht. So, wie zum Teufel kommt man da hoch? Oder ist hier irgendwie so eine unsichtbare Brücke oder so ein Gedöns? Nee. Ach so, ah, Moment. Von da aus kommt man darüber. Ja, dann muss ich wirklich diesen Weg hier entlang gehen und den erreiche ich hier rüber. Boah, das ist aber ultra kompliziert hier. Dann versuche ich trotzdem erstmal zur Rote Münz-Challenge zu kommen. Über den Weg hier hinten. Und dann kann ich halt automatisch diese Annäherungsaufgabe mitmachen. Ja, keine Ahnung, ob ich den Weg jetzt finde, aber Leute, wir müssen ja sowieso alles machen, beziehungsweise ich will ja alles machen, also hey. Wenn wir mit dem Kram fertig sind, dann können wir ja erstmal in das Geheimgebiet gehen, denn da weiß ich zumindest, wo ich langlatschen muss. Das ist ja recht offensichtlich, tatsächlich. Okay, und hier immer nur geradeaus weiter. Ja, stimmt, genau. Da vorne bin ich ja noch nicht lang gegangen. Das hatte ich mir schon mal angesehen, aber da bin ich das letzte Mal einen anderen Weg lang gelatscht. Da müssen wir halt nur gucken, wo wir jetzt hier dieses Fragment bekommen, beziehungsweise wo wir den Schalter umlegen können. Und dahinter ist sogar noch so ein Teleportpunkt. Ah, schaut mal, 100.000 Sachen, die wir hier noch nicht gefunden haben. 100.000 Sachen. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Also ich weiche den Gegnern jetzt an der Stelle mal aus. Dann schauen wir mal fix, ob wir da vorne noch was einsacken können. Da hatte ich gerade eine Schatztruhe gesehen, aus dem Augenwinkel. Ja, genau, da oben. Ah,
Aha, also hier kommen wir irgendwie nicht drüber. Ach, oder brauche ich da wieder eine andere Fähigkeit aus dem anderen Gebiet? Das ist natürlich möglich. Ja, fände ich natürlich ein bisschen schade, aber hey. Ein bisschen Backtracking muss am Ende dann ja sein. Naja, liebe Freunde, wir haben die Kürbisbeet-Flagge erreicht. Und es sieht so aus, als gäbe es hier noch einige Geheimnisse. Holy moly, eine Vogelscheuche. Nicht schlecht. Irgendein Spaßvogel hat die Köpfe von meinen Vogelscheuchen geklaut. Könnt ihr sie wieder anbringen? Oh, jetzt schaut euch mal die Vogelscheuche im Hintergrund an. Boah, die ist ja furchtbar. Müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Das ist ja ekelhaft, das Ding. Oh, und da hängen noch zwei Wandgemälde. Nummer 5 und 6. Immer wenn Tristan ein Gedicht vortrug, schlug das Schicksal zu. Natürlich machten die Prima Paletianer ihn dafür verantwortlich. Sie untersagten es ihm, Gedichte zu schreiben und begründeten dies mit Sachschäden in Milliardenhöhe und seiner Verwendung von klischeehaften Metaphern. Die Einwohner veranstalteten einen Poesiewettbewerb, um einen neuen Dichterkönig zu küren, denn Tristans Gedichte wurden immer von Tragödien begleitet. Tristan nahm verkleidet an dem Wettbewerb teil, um zu beweisen, dass es nicht seine Dichtkunst war, welche die Unglücke heraufbeschworen hatte, sondern einfach Pech. In 1142 Fällen. Voll die traurige Geschichte von dem armen Kerl. Er möchte doch nur seine Gedichte vortragen. Nice, eine Erinnerung. Und ein Kopf. Zoom, zoom. Immer her mit dem Kopf. Voll der Erkundungspart heute. Wir kämpfen gar nicht so viel. Ah, ein bisschen Abwechslung muss sein. Und wir bekommen eine Erinnerung von Primaville. Immer her damit. In Primaville schlägt das kulturelle und wirtschaftliche Herz des Planeten, wie Einheimische es einem gerne auf die Nase binden. Es ist außerdem eine Petrischale für Tratsch, Eifersüchteleien und Intrigen. Der lokale Markt hingegen genießt dank hausgemachter Süßspeisen und Getränken mit Kürbiskuchengewürz einen hervorragenden Ruf. Ist es Wohlstand, der zu dieser eigennützigen Mentalität führt? Ruhm? Falls ja, ist es unvermeidlich? Ja, die anderen beiden hören wir uns jetzt noch nicht an. Ich will jetzt nicht nur Erinnerungen hören die ganze Zeit. Da ist nochmal die Vogelscheuche. Boah, die ist ja wirklich, die ist ja furchtbar. Die ist ja grausam. Der Stoff, aus dem die Albträume sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen gleich wirklich zu dieser roten Münz-Challenge. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, geht doch. Sauber. Trotzdem will ich die rote Münz-Challenge erstmal machen. Müsste die nicht hier irgendwo sein? Sah jedenfalls auf der Karte vorhin so aus. Ach, da oben startet man die. Yay, ganz knapp geschafft.
Planetenmünze und ganz viele normale Münzchen. Wo sind jetzt die restlichen Köpfe hier? Einer ist doch mit Sicherheit ganz oben, ne? Oder hier an der Seite. Ah, da kann man durchgehen. Was zwar schön ist, aber was hat mir das denn jetzt gebracht? Ach, da ist noch eine Brücke. Boah, Leute, hier gibt's aber auch fiese Sachen. Mann, Ometa. Was machen die eigentlich hier vorne? Pumpen die den Kürbis auf? Die pumpen den Kürbis auf. Was ist denn los mit euch? Die Rabbits wieder. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, dann fehlt nur noch ein Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe. War der hier vorne. Ist der auch in der Nähe? Ich meine, die waren allgemein jetzt immer in der Nähe, die Köpfe. Tja, da vorne ist er auf jeden Fall nicht. Also hier bin ich schon zu weit. Oder in so einem Busch drin wäre auch eine fiese Versteckmöglichkeit. Oh, da schläft ein kleiner Fuchs drin. Schaut mal, ist das süß. Oh, Zucker. Wo ist der blöde letzte Kopf? Das kann auch gar nicht wahr sein. Ja, vielleicht ist es auch voll offensichtlich und ich sehe den jetzt nur nicht. Weil ich vielleicht auch zu kompliziert denke. Also hier hinten kann er ja nicht sein, denn da hatten wir ja schon einen gefunden. Hinter der Hütte war einer. Ja, das heißt so ganz grundsätzlich würde ich sagen, er müsste schon hier irgendwo sein. Also in der Nähe von dieser Vogelscheuche. Es kann doch gar nicht wahr sein. Okay, wisst ihr was? Es gibt mal einen kurzen Cut. Ich suche mal eben solo ein bisschen weiter, damit das hier keine 3 Stunden lang geht. So Leute, ich habe jetzt 100 Jahre gesucht und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, diesen Baum hier zu schütteln. Und in dem Baum oder auf dem Baum war der Kopf. Mann, Ometa. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ne, es sind so einfache Sachen und man denkt dann irgendwie nicht daran. Schon freaky. Der Kopf hätte dann vermutlich hier rüber gepasst. Oder darüber gebracht werden sollen und
Der andere war für diese Position hier. Also die sind immer so ein bisschen in der Nähe von der Vogelscheuche auch gewesen, das will ich euch damit sagen. Naja, Leute, wir haben das Rätsel gelöst und... Kopflos, wir bekommen eine Planetenmünze. Ja, dann gehen wir endlich zu dem Kampf, zu dem ich eigentlich initial in diesem Part hingehen wollte. Ja, wobei, habe ich ja genau genommen dann geschafft, ne? Und zwar... Annäherung. Überlebe. Ja, liebe Leute, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.